Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Dice Legacy und ich habe tatsächlich einen neuen Spielstand gestartet, weil ich natürlich vieles dazugelernt habe und in dem Spielstand, muss man sagen, waren wir echt ein bisschen am Arsch. Deswegen habe ich einen neuen gestartet. Die Anfangsphase, wir gehen mal rein. Spielen wir da einfach ein bisschen weiter jetzt. Der erste Versuch war ja gut und schön, wie gesagt, war ja komplett blind. Ich hatte absolut keine Ahnung vom Spiel, haben es deswegen trotzdem ganz gut gemacht, aber ich denke nicht, dass wir da groß weitergekommen wären. Und deswegen habe ich neu angefangen. Das ist jetzt der erste Winter oder zweite Winter, der zweite Winter, glaube ich. Wir haben hier direkt mit dem Bauernbezirk angefangen. Wir haben relativ praktische Richtlinien. Zum einen, Würfel sind immun gegen Einfrieren, solange sie in Bauernbezirken genutzt werden. Das ist ganz nice. Dann haben wir verdoppelt die Nahrungsproduktion aller Gebäude in Bauernbezirken. Das heißt, es müsste rein theoretisch, wir müssten mehr Getreide bekommen. Quasi statt 1 dann 2. Oder statt 2, 4. Und wenn wir dann Nahrung produzieren, bekommen wir quasi auch doppelt so viel Nahrung raus, was auch relativ nice ist. Dann, ihr seht schon, wir haben hier relativ viele Bauernwürfel. Ich habe Bürgerwürfel, ich habe direkt angefangen mit... Hier. Direkt angefangen mit einer Werkstatt. Den Fehler habe ich quasi nicht nochmal gemacht, den wir letztens gemacht haben. Ansonsten haben wir auch schon relativ viel Nahrung, auch sehr viel Holz, weil ich auch direkt quasi alles abbauen habe lassen. Ansonsten gibt es jetzt aktuell leichte Angriffe, nichts Bedrohliches. So, die produzieren mir neue Bauernwürfel, da brauchen wir aktuell keine. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu Dice Legacy, ein wunderschönes Spiel. Ich habe auch direkt hier eine Kräuterhütte gebaut, dass wir einfach möglichst viel Kräuter bekommen, weil wir haben hier noch gar keine Kräuterfarm. Haben wir auf alle Fälle hier schon Probleme, weil hier direkt oben dann schon wieder Lager sind und so. Und das mit den Lagern, ihr wisst ja, ich bin da kein großer Freund von aktuell noch nicht. Solange ich das nicht wirklich durchblicke, euch block mal kurz. So, dann Kräuterkundler, Kräuterkundlern. Ja, das Ding ist, wir können aktuell noch gar keine heilen, ne? Aber auch noch keinen einzigen Soldatenwürfel, muss ich auch mal dazu sagen. Ah, okay, pass auf, du könntest mal forschen. Für den nächsten Forschungspunkt, das ist die Kantine. Die stellt dir einfach nur Nahrung, Leben wieder her. Ich habe gleich zwei Kantinen gebaut. Übrigens habe ich mir vor... Es ist total dumm eigentlich, dass man hier zwei... Ich tue einen wieder abreißen. Weil ich glaube, es ist effizient nicht möglich, dass du... Vielleicht ist es abgerissen? Ja. Es ist effizient nicht möglich, meiner Meinung nach, dass du zwei von denen benutzt. Das geht nicht. Und was wir jetzt auch noch machen werden, wir werden beide abreißen. Und werden den Weizenhof hier reinbauen. In den Bauernbezirk. Für die Boni. Hopefully. Ansonsten, wo war das mit dem Heilen? Ich bin gerade verarschen. Also das Ding haben wir ja, das produziert ja. Apotheke war es. Achso, ich brauche erstmal für die Apotheke Kräuter. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ja gut. So, auf alle Fälle haben wir 26 Nahrung und jetzt haben wir 6 Nahrung bekommen. Allein weil wir Effizienz von 50 haben. Wie war es mit den Effizienz? Ich habe schon wieder vergessen, warte mal kurz. Warte mal kurz. Würfelhaltbarkeit. Effekte. Effizienz. Gut, Effizienz war hier nicht. Gefahren, nein. Verwaltung, Zufriedenheit, Rat und Richtlinien, Klassenbezirke, Technologie, nein. Effizienz, hier. Effizienz beschreibt, wie schnell ein Gebäude oder Ort seine Aufgabe erledigt. Bezirksämter verleihen jedem Gebäude und Ort in der Nähe zusätzliche Effizienz. Ah, ach so. Quasi das Ding erhöht die Effizienz. Jedenfalls, wir haben einfach 6 Nahrung bekommen. Es ist einfach krank, also. Nur das Einzige, was nicht funktioniert, ist das, naja. Hier, ne? Hütte des Kräuterkunters. Hat eine Effizienz von 25%, aber irgendwie auch nicht. Und der hat 50% Effizienz, weil er einmal am Rathaus sitzt und einmal am Ding. Ah, ich verstehe. Okay. I understand. Du kriegst einmal Heilung rein. Und du gehst danach scouten. Ja gut, du kannst bauen, aber bauen brauche ich ja aktuell nichts. Okay. Das können wir lassen. Wir warten, bis der Winter vorbei ist. So, 2 meiner Boys sind eingefroren. Ah, wir haben Dings gefunden. Sehr gut, dann können wir jetzt nicht Folgendes machen. Dann können wir jetzt nicht sofort eine Apotheke bauen.
Das Ding ist... Gut, da brauche ich nicht hinbauen, das wäre dumm. Die heilt ja bloß. So, dann habe ich jetzt... jetzt habe ich verschissen, weil ich habe keinen... Naja. Aber ich habe zwei Kräuter bekommen, interesting. Aber es ist random. Das ist ja random. Okay, pass auf, einen Bauarbeiter haben wir. Dich schickt man dann einfach mal wieder Essen machen. Ah, oder auch nicht, weil wir haben kein Getreide mehr. Aber egal, mit denen habe ich eh nichts Besseres zu tun. So, du kriegst einmal Heilung. Du kriegst einmal Heilung und dann bin ich raus für heute. Ah, ein Kräuter bekommen, sehr gut. Ah, das war ein Fehler übrigens. Dass ich dir nochmal gedingest habe. Dann ist eben die Frage, man kann ja upgraden, ne? Pass auf, man kann ja upgraden. Das sollte ich auch auf alle Fälle mal nutzen. Verbesserungskammer. Muss ich unter Technologien freischalten. Können wir machen. Technologien. Schalt Markt frei. Schalte Turm frei. Verbesserungskammer. So, das ist das nächste. Verstärkt die obere Seite eines Würfels. So, das Ding bauen wir einfach mal dorthin. Einfach so, weil, because, why not? Ah, sehr gut. Kämpferwürfel. Ah, die sind eigentlich alle eingefroren. Erbärmliche Kreaturen. Warum seid ihr ja nicht so schlecht gelaunt? Achso, weil ich die... Ja, okay, ich muss jetzt auf alle Fälle meine grüne Richtlinie akzeptieren. Das wäre mal relativ wichtig. Kaserne. Ja, ich habe sie da, aber ich will sie eigentlich noch gar nicht nutzen. Was wir allerdings mal machen könnten... Wo sind meine verwundeten Würfel? Da. Ah, nee, geht nicht. Miss Cousy. Hab gar nicht die benötigten Ressourcen dafür. Warum kommen eigentlich keine Angriffe? Normalerweise müssten Angriffe kommen. Wir haben ja zwei Soldaten ready. Eigentlich total ineffizient, jetzt einfach nichts zu machen, ne? Pass auf. Nee, nicht Schule. Wobei. Oder wir machen einen Soldatenwürfel aus ihm. Gut, Expedition. Bauen. Ja, dann können wir es wieder ein bisschen wannen. Jetzt haben wir auf alle Fälle unseren ersten Soldatenwürfel. Das ist auch gleich relativ gut gelaunt. Hier, gut, die bauen eh schon. Da können wir einfach noch heilen. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Okay, wir brauchen Gold und Kräuter. Und jetzt? Ah. Jetzt kann ich einen Würfel upgraden, oder was? Der, der wo aktuell oben liegt. Zum Beispiel jetzt er. Wenn ich den jetzt da reinlege, würde er 3 haben, oder was? Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Auf der Oberseite. Ja, Tatsache. Okay, cool. Ist auch gar nicht so teuer eigentlich. Könnte billiger sein. Sind natürlich trotzdem alle eingefroren. Auf alle Fälle Kräuter. Wir jetzt auch ein neues Bezirksamt bauen dort oben hin. Ja, jedenfalls das Ding ist praktisch. Das hätte man wahrscheinlich auch viel früher nutzen können. Jedenfalls hat er 3 Fertigkeiten, was ich relativ krass finde. Weil das quasi auch bedeutet, dass wir deutlich einfacher und schneller auch an Weizen zum Beispiel kommen. So. Taut jetzt bitte alle auf, dann kriegen wir eine neue Richtlinie. Dankeschön. So, jetzt kommt dann erstmal Technologie. Da müssen wir auf alle Fälle den grün machen. Erhalte zu Beginn jeder Jahreszeit ein Wissen für jeden Bürgerbezirk. Wenn Bürgerwürfel in Bürgerbezirken haben keinen Bürgerbezirk. Aber wir nehmen den da, falls wir dann als nächstes einen Bürgerbezirk machen. Und damit die zufrieden sind, weil die gehen mir eh schon auf die Nerven. So, genau. Ihr kümmert euch direkt um das Getreide. Mein Ohr juckt. Okay, wir brauchen Stein. Wo ist Stein? Das ist Eisen. Das ist Stein. Das ist Stein. Und was wir jetzt als nächstes direkt machen, wir bauen einen neuen Bezirk. Diesen Bezirk bauen wir... Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Wir können ihn auch einfach direkt dorthin bauen. So, 2 Arbeiter hin. Du gehst dorthin. 6 Bildung. Ist er schon fertig? Bruder, wie schnell... Ah, okay. Das funktioniert aber nicht mit Weizen. Sehe ich gerade. Oh, ihr seid voll richtige Geizknochen, ne? Ah, nee, warte. Ah, nee, okay. Nee, warte mal. Stopp. Ich nehme alles zurück. Stopp.
bevor ich dir Blödsinn erzähle. Das stimmt nicht. Und zwar hatte ich ja davor auch noch einen Weizen. Da habe ich jetzt wieder Quark erzählt. Ah, kommt wieder ein Angriff. Hatte mich schon gewundert, wann die sich mal wieder blicken lassen. Das ist einer. Kämpfen einen mit einem. Aber ist natürlich verwundet. Natürlich ist er verwundet worden. Klar. Was auch sonst. Halt. Wie hätte es auch was anderes sein können? Eine Verwundung. So Hunde. Richtige Hunde, echt. Kriege ich einen richtigen Anfall. Ist einmal dorthin. Gibt es jetzt hier irgendwo Kräuter dann? Eher nicht. Bildung ist ja auch alles gut und schön, aber die Bildung nutzen zu können, müssen wir sie natürlich erstmal nutzen. Jetzt gucken wir mal, jetzt müssen wir ernten. 5 Stück, Alter. Schon effizient. Und dann schon mal sagen, da oben kommt der nächste. Warum gibt es hier keine Kräuter irgendwo? Überall gibt es immer Kräuter. Sonst ist wirklich überall immer Kräuter angesagt. Aber jetzt so, nö, keine Kräuter. Nö, nö. Er ist natürlich auch verwundet worden, weil ihr wisst ja, ne, wenn man eh schon Probleme hat mit etwas, dann ist es immer wichtig, dass man noch mehr Probleme bekommt. Okay, wir müssten eine Expedition mal entsenden. Das ist das Problem in der Geschichte. Aber wie willst du eine Expedition entsenden, ne? Ja, nächsten Bildungspunkt. Ihr gebt mir auf die Nerven. Okay, wir schicken die mal dorthin. Also würde ich sagen, aus dem da oben machen wir dann einen Bürgerbezirk. Einfach weil wir da eben Wissen bekommen. Müssen wir mal gucken, was mir der Bürgerbezirk genau bringt. Weil jeder hat ja sein eigenes Ding quasi. So, Bauernbezirk, Bürgerbezirk. Die Effizienz der Nähe umliegende Gebäude und Teil werden des Bauernbezirks. Okay, da müssen wir mal gucken. Du kümmerst dich um Stein. Du gehst wieder forschen. Ja, ein Kraut habe ich. So viel Geiz einfach. Das ist echt so unschön. Vor allem jetzt, ihr seht es selber, ne? Wir laufen quasi Gefahr, dass bei der nächstbesten Gelegenheit wieder irgendwas kaputt geht. Nahrung aus Kräutern brauche ich nicht. Wissen habe ich ja schon einmal. Würfel im Bar brauchen wir auch nicht. Verbesserungskammer haben wir schon. Militärische Außenposten. Ich denke mal, das wäre vielleicht mit das Klügste sogar. So. Da oben kommt einer. Hat überlebt. Wow, hätte ich es nicht gedacht. Ohne Witz. Ich dachte, dass er tot ist. Ich habe schon mit ihm abgeschlossen gehabt. Aber da hat man noch mal ein bisschen Glück. So, du gehst mir einmal dorthin. Heilung. Dann, genau, da machen wir jetzt eigentlich einen Bauernbezirk draus, ein Bürgerbezirk draus, deswegen warten wir jetzt hier noch ganz kurz. Ich habe immer noch nur ein Kraut. Ihr gebt mir auf die Eier mit eurem Kraut, echt. Das kann doch nicht sein, dass wir kein Kraut kriegen. Da zieht es mir die Schuhe aus. Die zieht es mir die ganze Zeit aus, davon abgesehen. Okay, das ist, also das ist wieder krank. Dass jetzt natürlich alle wieder direkt Dinges haben, weißt. Nein, das wollte ich nicht. My bad. Ihr seid Wichser. Ihr seid so richtige Penner, ey. Okay, das muss ich natürlich erkunden. Da ist eine Ruine. Ach, da ist ein Kräuterdingswiese. Toll. Super. Vielleicht über einen Markt? Also die Effizienz ist auch generell dann erhöht. Also eigentlich scheißegal. So, die sperren wir einmal kurz. Ja, dreimal Bauarbeiter. Was für dreimal Bauarbeiter, ey. Das Ding ist weg, was ich schade finde. Wieso finde ich denn keine Kräuter? Ich will nur ein Kraut haben. Gut, Können Ressourcen gegen Gold eintauschen. Händler. Ba-ba-bam. Also, okay. Es muss dann ein feindseligen Ding sein, aber quasi keinen feindseligen hast, dann hast du quasi keinen feindseligen. I understand. Kümmert ihr euch eigentlich noch hier um das Ganze oder nicht? Bitte nicht.
Zum Glück rede ich mich nicht drüber auf, ne? Weil würde ich mich drüber aufregen, wäre schlimm. Wir finden auch kein Gold. Also Gold ist genau das gleiche Desaster. Nahrungsproduktion. Ja, die Produktion habe ich auch schon erhöht. Stimmt, die Produktion habe ich auch schon erhöht von denen. Okay, dann... nein. Nein, ihr habt mich verklickt. Nein. Ich wollte Rationen machen. Oh, das ist nice. By the way. Ändert zwar nichts an meinem Grundproblem, was ich habe. Dass wir einfach nicht das finden, was ich gerne hätte. Aber gut, da müssen wir quasi durch. Übrigens, apropos, da müssen wir quasi durch. Wir werden jetzt unseren Soldatenwürfel verlieren. Nee, doch nicht, okay. Aber ich finde das auch schön. Ah, 2 Punkte. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir mehr Punkte bekommen. Ein Turm. Und was war's denn? Wo war's denn? Hier. Kantinen. Nein, falsch. Was eine interessante Entdeckung. Wir sind auf ein kleines Lager gestoßen. Oh. Wir haben 2 Kräuter bekommen. Das ist sehr nice. Die nutzen wir gleich mal für Heilung. Wo ist es denn? Wo ist meine Apotheke? Wo ist meine Apotheke? Da ist die Apotheke. Sehr gut. Genau, ihr geht einfach wieder dorthin. Macht was für euer Geld. Du kannst irgendwas abbauen. Keine Ahnung. Hauptsache, du machst irgendwas. Okay, der ist relativ nice. Dann holen wir den Würfel einmal zurück, schicken den dorthin. Du kriegst Heilung. Was mache ich mit dir denn? Du kannst mal Nahrung produzieren, wobei wir Nahrung immer noch ohne Ende haben. Okay, passt. Du kümmerst dich um den da. Ist nicht mal verwundet worden. Okay. Lass mich kurz überlegen. So, die sind ja alle neutral. Also wir sollten auf alle Fälle einen Turm, genau, wir bauen einen Turm. Wir bauen den Turm hier hin. Also ich hoffe mal, das lohnt sich, weil der ist bumsteuer, dieser Scheißturm. Mal schon mal sagen. Wenn sich das nicht lohnt, dann raste ich richtig aus. So, du gehst automatisch dorthin. Ich finde einfach kein Kräuter. Das Ding ist schon, das Ergebnis wird zufällig, wird aber von der Stufe der Seite beeinflusst. Okay, was sollte die Dinger quasi upgraden, möchte Emil quasi damit indirekt sagen. Was wir jetzt nochmal machen werden, ist, wir werden nochmal einen neuen Bürgerwürfel machen, weil die Dinger aktuell mit am wichtigsten sind, wie ich finde. Habe ich eigentlich den anderen geheilt schon? Ja. Du kannst dort mit hingehen. Nee, kannst du nicht. Okay, da sind wir schon fertig mit bauen. Kannst du dich mal gerne um Nahrung mitkümmern. Wobei, warte mal, stopp. 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 Mann. Wie ging denn das? Jetzt hat. Stopp. Heilung. Das ging nochmal gut. Ich wollte ihn ja eigentlich nur heilen, aber das ist ja immer so eine Sache bei mir mit der Heilung. So, dann erkunden. Ne, erkunden ist tatsächlich gar nicht mehr. Locken den nochmal kurz mit. So, sehr gut. Nächsten Forschungspunkte. So, der Turm ist fertig. So, verleiht Bauwerken und Gefahren in der Nähe automatisch in so ein Ding. Jetzt ist nur die Frage, was bringt er mir? Müssen wir mal gucken, wenn der nächste Angriff von irgendwelchen Idioten kommt. So, das ist fertig. Ah, wir haben sogar mal ein Kraut gefunden. Ganz toll. Dann heilen wir gleich mal unseren Würfel hier. Was könnte man denn noch bauen? Ich meine, wir haben die Möglichkeit, eben einen Bezirk zu bauen. Es ist die Frage, militärische Außenposten. Hier könnte ich einen hinbauen, interestingly. Deswegen würde ich sagen, machen wir das doch gleich mal. Bauen wir eben diesen militärischen Außenposten. Let's go. So, da kommen jetzt wieder diese anderen Irren. So, pass auf. Die haben 2 Stufenpunkte. Jetzt haben sie nur noch 1. Ah, okay. Also wenn die sich quasi da durchbewegen, werden sie schwächer. Okay. Gut zu wissen.
Wir lernen, meine Damen und Herren, wir lernen immer weiter. So, dich blocke ich. So, jetzt habe ich das Ding gebaut. Ermöglicht das Überfallen. Ach, wir können die jetzt überfallen. Dafür bräuchte man natürlich mehr von den Boys. Obviously. Aber gut zu wissen. Okay, auf alle Fälle gut zu wissen. So, dann machen wir als nächstes den nächsten Bezirk direkt. Das ist doch wurscht. Hä? Achso, lol. Nächste Bezirksamt. Ah, was? Aber bauen wir es dorthin. Ist egal. Bauen wir es dorthin. Das passt trotzdem auch. Weil dann können wir hier oben die Kräuter endlich in Anspruch nehmen. Weil diese Kräuter, die sind essentiell jetzt irgendwann mal. Was? Nein, jetzt habe ich schon wieder auf... Ah, Mann. Ich klicke immer aus Versehen. Manchmal wirklich aus Versehen. Also, es ist ärgerlich. Sagen wir es so. Machen wir es kurz und knapp. Es ist ärgerlich. Wie hart ich mich da manchmal einfach verklicke. Jedenfalls, das ist wichtig, da oben auf das Ding zu kommen. Und wir machen hier, glaube ich, einen Soldatenbezirk draus. Und wir haben übrigens auch zwei Kräuter. Das heißt, wir können den Kollegen heilen. So, ja, kommt ruhig an. Das ist okay. Ey, nein, das ist scheiße. Das ist asozial. Das finde ich jetzt nicht nett. So, einer ist verwundet worden. Das fand ich jetzt nicht nett. Das möchte ich mal hier auch negativ mit erwähnen. Okay. Nochmal einmal Bildung. Da wollte ich jetzt einen Bauernbezirk draus machen. Wir müssen jetzt erstmal scouten. Und natürlich habe ich nichts zu scouten. Ey, Leute, ihr wollt mich doch echt... Also manchmal bin ich mir einfach wirklich sicher, das Spiel will mich verarschen. Schau ich mal an, was wir hier kriegen. Wir kriegen nichts, was wir brauchen würden aktuell. So, jetzt hat. Sehr gut. Scouting. So, die... Das gesehen, der hat den einfach angegriffen, Bruder. Okay. Okay, okay, das ist cool. Können wir nicht einfach noch einen bauen? Nee, können wir nicht, keinen Stein. Ohne Steine keine Sachen machen. Auf alle Fälle, das würde ich gerne nochmal ernten. Dich block mal, du scoutest nach, ihr wisst schon was. So, let it roll. Gut, Forschung läuft. Wir haben auch wieder zwei Forschungspunkte. Nahrungsproduktion ist nicht so wichtig, aber Steine wären jetzt mal wichtig. Das ist ja auch schon alles erforscht. Ja gut, warum nicht? Händler gegen Markt. Du gehst nochmal dort mit hin. Dich block mal kurz. Jetzt habe ich hier zwei Expeditionäros, weißt du? So, das sind zwei. Also der hat ja einen Punkt. Das heißt, der verliert jetzt einen und dann kommt das Ding und dann kriegt er Unterstützung mit. Und wir haben Kräuter gefunden, sogar zwei Stück an der Zahl dieses Mal. Ändert nichts daran, dass ich aus dem immer noch einen Bauernbezirk machen wollte. Ein Armeebezirk, Soldatenbezirk. Das sind die auch happy auf alle Fälle. So, dich block mal einmal alle würfeln. Gut, müssen wir natürlich erstmal unsere Boys auch wieder heilen mit. Ja, kommt ihr ruhig. Ja, kommt ihr ruhig, sage ich so großkotzig. Und dann habe ich am Ende gar keine Boys mehr. Auch übermütig. So, jedenfalls Getreide haben wir genug. Getreide spare ich mir jetzt mal kurz. Was wir jetzt hier machen, ist kurz einmal Getreideproduktion. Forschung. Weil das Problem ist, dass wir keine Steine haben. So, das ist ein Militärbezirk und wir haben jetzt hier oben das Ding endlich erforscht oder freigeschaltet. Gut. Und wir können das Ding noch erforschen. Okay, gucken wir mal. Das Ergebnis ist zufällig, ja. Das dachte ich mir schon, dass das Ergebnis zufällig ist. Du gehst dorthin. Das sind wohl die Ruinen eines alten Lagers, das jetzt mit Ranken und Moos bedeckt ist. Ja, wir gehen natürlich rein. Hinter dem Eingang befindet sich ein großer, runder Raum, in dem einst alle möglichen Waren gelagert wurden. Naja. Auf der anderen Seite des Raumes bedeckt ein weißes, abgenutztes Tuch etwas Großes. Es ist die Frage, ich habe ja das eingesammelt. Machen wir weiter. Und es ist eingestürzt, der Schatz ging verloren. Hervorragend! Perfekt!
I love it. I really love it. FML. Und so. Halt. Scheiß. Mann. So eine Grützwurst. So, warte mal. Ich konnte doch den noch für irgendwas nutzen. Wo war denn das? Was war denn das? Sollte ich den nicht für irgendwas nutzen? Weiß es halt gar nicht mehr. Produktionswürfel, Sperrwürfel. Die Dinger sind so nutzlos wie Brot, ey. Wir sollten die auf alle Fälle mal upgraden. Wenn ich dann irgendwann mal die benötigten Mittel oder Ressourcen dafür finden sollte in den nächsten 10 Jahren. Ich block mal kurz weg. Oh, jetzt kriege ich auch keine Dinger mehr, die... Oh, es ist Wintereinbruch. Neu erhaltene Bürgerwürfel haben nun 2, 2, 2. Verbesserungskammern heilen außerdem Wunden und Kranke. Oh, das ist eine schwierige Wahl. Ich habe mich dafür entschieden, weil mein Bauernbezirk hier ist ja quasi meine Lunge. Meine Atemlunge. Was wir jetzt hier allerdings machen werden, ist, wir werden ein bisschen in Ruhestand gehen. Werden eigentlich nur noch Scouten nebenbei mit. Weil ich ihn sogar gerne upgraden würde, jetzt einmal kurz dann. Oh, stopp. Stopp. Nein, das habe ich. Ich hab's verpennt. Scheiße, das war dumm von mir. Ich hab verpennt. Kann man wirklich so sagen, ich hab's verpennt. Hier, war aufzupassen. Bei der ganzen Geschichte. Das wird sich jetzt rächen. Und zwar im Sinne von, dass wir jetzt. Ja, okay, wir kriegen nochmal einen, aber trotzdem, das war jetzt ärgerlich. Das war jetzt unnötig an der Stelle. So, dich müssen wir auf alle Fälle heilen. Also, du kriegst einmal Heilung rein. Gut, wir gehen hier das Risiko ein, dich da hochzuschicken. Das ist wieder... Das war dumm von mir. Dich graden wir einmal ab. Und dann drei Bezirke. Wir müssen halt aufpassen. Wir haben eben diesen militärischen Turm hier. Das ist eigentlich dumm, wenn wir ihn nicht nutzen würden. Wenn wir ihn nicht nutzen. Das ist dumm einfach. So, hier wird keiner eingefroren, wenn er hier arbeitet. Deswegen können wir eigentlich auch ganz entspannt weiterarbeiten. Ich würde auch sogar sagen, wir bauen jetzt hier wirklich sogar eine Taverne. Okay, wir bauen keine Taverne. Dieser Steinmangel ist schon krass. Da ist eine Steinmine. Eine einzige. Die Frage ist, ich brauche ja leider... Wir brauchen aber keinen Handelsbezirk. In der Händlergilde brauchen wir so viele Steine. Ich habe keine Steine, wir brauchen Steine. Ich brauche für alle Steine und ich habe keine Steine. Ihr seid so Schweine. Ja, wir bräuchten halt alleine schon eine Händlergilde, um überhaupt Handelswürfel zu machen, um dann eben Ressourcen tauschen zu können. Ja. It is what it is, sage ich immer. Für bekanntlich. Ich block mal die ganzen militärischen Boys. Wir haben sogar genug Dings eigentlich zum Heilen weiterhin. Kommt denn da? Ah, warte mal, ja, natürlich bleibt er da oben stehen. Weißt du, natürlich bleibt er da oben stehen. Er könnte auch runtergehen. Aber nein, er bleibt einfach da oben stehen. Es ist ja auch noch eingefroren. So aus Prinzip quasi, so nach dem Motto, ja, wenn du schon mal da bist, dann kannst du auch gleich mal einfrieren. Was für uns richtig scheiße ist, denn ich brauche eigentlich diese ganzen Boys. Falls es zu Angriffen kommt hier gegen uns. Leute. Ja, ich würde die auf alle Fälle gerne überfallen. Könnte mit denen handeln. Oder wir machen die einfach kaputt. Dafür brauche ich mir auf alle Fälle mehr militärische Würfel. Darum können wir uns auf alle Fälle auch mal kümmern irgendwann. Okay, das ist ein Glück, dass die alle nicht eingefroren sind. Stufe 2 kostet uns 6 Steine. Da ist ein einer. Wenn der dahin läuft, ja, passt perfekt. Müssen wir uns gar nicht drum kümmern, schau. Das ist ganz cool. Auf alle Fälle würde ich vielleicht sagen, dass wir da weiter drauf aufbauen sollten, wenn wir die Steine irgendwann haben in 20 Jahren. Schau mal, wird schon schief gehen mit ihm.
Tja. Missionarsaußenposten. nee, ich möchte nicht handeln. Ich möchte die Händlergilde haben. Und irgendwann kriege ich sie auch in 20 Jahren. Ist eigentlich noch jemand verwundet? Ja, der da ist noch verwundet. Das ist ja auch noch eingefroren, aber hat mir wenigstens zwei Steine organisiert. Warte mal, ganz andere Sache. Ah, nee, okay. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass man hier nichts bestätigen kann. Ich klicke mal drauf, weil ich denke, ich kann mir dann irgendwelche Infos angucken oder so. Aber es sind keine Infos. Das Upgrade brauche ich. Das nehmen wir auch mit. Oder noch nicht. Das ist für nächsten Winter interesting, glaube ich. Das ist auch nice. Das ist teuer. So, aber das mit der Reichweite von Bezirksämtern ist geil, denn das erhöht die Reichweite ja normalerweise dann noch mehr auch. Oder? So, der kümmert. Ich finde das cool. Also, diese Türme da sind cool. Jetzt ist die Frage, kann ich die mit Dings Militär noch weiter upgraden? Diese Türme da. Erhöht die Reichweite von Türmen um 1. Okay, das ist auch schon mal ganz nice. Also auf alle Fälle gut zu wissen. So, was wir jetzt allerdings mal machen, ist einmal würfeln. Würfel die. Einmal dorthin. Du kriegst einmal ein bisschen Heilung. Du gehst einmal suchen. Das könnte ich eigentlich auch immer weiter hinschicken. Ich weiß gar nicht, warum wir es nicht gemacht haben. So, das ist alles ganz toll, was ihr hier treibt. Oh, er ist eingefroren, Idiot. Ah, 4. Schau mal, wir haben schon wieder was gefunden. Erfreulich. Erfreulich. Wir bauen auf alle Fälle hier oben nochmal einen Turm hin. Weil diese Türme sind geil. Die helfen uns auf alle Fälle. Wenn das auch gleich wieder vorbei. Ich weiß, die Folge ist schon wieder etwas lange, aber ehrlich gesagt ist mir das jetzt gerade auch total egal. Ich liebe das. Ich liebe das Spiel. Ich finde es cool. Es ist ein bisschen schwierig. Manche Sachen sind ein bisschen nervenaufreibend, aber im Großen und Ganzen ist es ein tolles Spiel. Und dann spiele ich auch gerne mal ein paar Minütchen länger. Scouten, dich block mal mit dem auch nochmal mit und dann warten wir jetzt quasi, bis der Winter vorüber ist. Das braucht doch keine Sau, Digga. Danke. Dorthin. Wo war die Steinmine? Da war die Steinmine. Winter is coming, my friends. Winter is coming. Wo ist eigentlich mein anderer Würfel? Alle neu erhaltenen Würfel haben zusätzlich einen Kraftpunkt auf der Arbeiterseite. Erhalte zu Beginn jeden Bla. Erhöht. Ich glaube, wir machen die Bürgerwürfel besser. Einfach damit sie besser sind. Ich glaube, ein Scheißdreck, Mann. So. Heilung.